Ein herzliches Willkommen zur neuen Let's Play-Folge zu Planetencrafter. Ja, wie ihr seht, haben wir in der letzten Folge sind wir hier gestrandet und müssen jetzt natürlich erstmal uns Rohstoffe beschaffen. Und wir haben uns schon hier sogar was gebaut. Mit Q können wir, das ist das Baumenü, Taste Q drückt. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal zusehen, dass wir uns Material ranschaffen und. Dazu werden wir uns jetzt erstmal ganz viel ranschaffen. Wir haben hier Material schon geschafft. Und wir müssen uns eine Heizung bauen. So. Ja, die Heizung braucht Iridium. Iridium findet ihr normalerweise eigentlich in irgendwelchen Kisten. Ich weiß auch schon, wo ich es finden werde. Das Iridium. Ja, man findet das hier meistens in der Gegend. Man läuft dann hier einfach mal so ein bisschen. Und schauen wir mal, ob wir hier ein paar Kisten finden. Wie gesagt, es wird immer, wenn man das Spiel neu startet, zum Beispiel habe ich so die Erfahrung gemacht, dann werden die Sachen auch neu gecraftet. Also die werden neu verteilt, man landet woanders und ist dann plötzlich in einer anderen Gegend. Das heißt, die Kisten sind immer nicht da, wo sie sein sollen. Gut, in dem Fall bei mir ist es jetzt mal so. Da haben wir Iridium, das brauchen wir. Aluminium brauchen wir später auch noch. Da müssen wir jetzt einmal zurücklaufen und uns das ganze Material holen. Klar, ihr könnt natürlich diesen ganzen Planeten auch erkunden. Aber wir müssen ja Terraforming betreiben. Das heißt einfach, einfachen Worten, wir sollen aus diesem Planeten sollen wir eine wunderschöne Landschaft machen, bewohnbar machen. Gut, soweit so schön. Aber dazu, um das zu betreiben, müssen wir erstmal eine Vegetationsgrube Vegetube machen und eine Heizung bauen. Also werden wir uns jetzt erstmal eine Heizung bauen, damit wir überhaupt hier Wärme erzeugen. So. Setzen wir uns jetzt hier auch hin, die Heizung. Ja, man kann die sich hier auch hintappen. Kann die auch mit dem Mausrad drehen. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man die hier dreht. Ne? Finde ich auch ganz praktisch. So, Wärme angezeigt. So. So, was brauchen wir? Herstellung Wegegruben. Dazu brauchen wir Eisen und Magnesium. Haben wir Eisen? Für Eisen haben wir gar nicht. Ich sag ja, dieses Spiel erfordert richtig viel Denkprozesse und man muss sich schon so ein bisschen im Vorfeld schon damit beschäftigen. Lithium, ich wollte eigentlich Eisen haben, aber schön, dass es hier auch kein Eisen gibt. Doch, hier gibt es Eisen. Und dann werden wir auch anfangen mit dem Terraforming. So, wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch im Livestream bei mir auf Twitch verfolgen oder... Ja, so, dann werden wir mal sowas machen hier, so eine Kuppel hier hinsetzen. So. Um hier... was zu machen. So, jetzt müssen wir natürlich aber erstmal Energie besorgen. Dafür sorgen, dass wir hier erstmal überhaupt Energie haben. Ich habe überhaupt keinen Plan. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Definitiv Eisen. Wir werden uns jetzt erstmal Material ran schaffen, bis zum geht nicht mehr. Weil das ist das Wichtigste, was man braucht hier, Material. Das Kobalt zum Beispiel ist dafür da, wenn man Sauerstoff produziert. Das ist, da kann man mit Sauerstoffflaschen produzieren für das Kobalt, das Eisen, so für andere Dinge. Wir werden uns jetzt eine Windkraftanlage hier hin platzieren. Weil das ja nicht reichen wird. So. Später können wir dann auch noch, wenn wir mehr haben, müssen wir uns hier so drei so eine Dinger hier erstmal hinpacken, weil wir müssen ja irgendwie auch ein bisschen was schaffen. So, am besten schafft ihr euch vier hin, das wird dann nach und nach ein bisschen mehr werden, aber zwischendurch denkt dran, Wasserflaschen immer ganz wichtig. Mit der rechten Maustaste könnt ihr das trinken und so, wir werden uns jetzt auch so eine Vegetationsdingsbums da machen. So, unsere Base werden wir jetzt hier ausbauen.
Das packen wir einfach mal rein. Quirlensamen. Das ist auch fürs Terraforming ganz gut. Wir sehen hier an dem, wie viel Sauerstoff wir haben, Wärme, Luftdruck und ja, wie viel Terraforming wir schon betrieben haben. Und dafür werden wir jetzt sorgen, dass wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen Eisen holen. 2, 3. Wir werden unsere Base mal ein bisschen ausbauen. Ich werde das jetzt hier mal so ein bisschen erweitern. Jetzt mal ein bisschen weiter. Kann man die hier nicht noch erweitern? So. Dann werden wir uns hier ein bisschen Kobalt nehmen. Eis. Dann werden wir irgendwann auch noch das Raumschiff erkunden hier und können dann hier uns ein Exoskelett besorgen. Wie gesagt, Leute, es wird spannend. Aber wie gesagt, man fängt ja erstmal klein an, ne? So, Sauerstoff haben wir hier eigentlich relativ viel. Aber man kann sich auch mal Sauerstoffkapseln mitnehmen. So ist es nicht. So. Wie gesagt, die Landschaft ist auch jedes Mal anders. Sag ich gleich so, wie es ist. Sie ist immer anders. So. Da muss man mal ein bisschen gucken. Wir können uns auch einen Schreibtisch hier hinsetzen mit Eisen. Dass wir das hier ein bisschen im Blick haben. So, wir haben ja auch so ein Abbaumenü-Ding. Genau, Sachen wieder abreißen. Ups. Ja. Wassertank können wir erhöhen, den Rucksack können wir später noch erhöhen und wie gesagt noch ein Echo-Skelett hier anbauen und. Wird noch ganz spannend werden für euch, Leute. Aber erstmal werden wir uns jetzt hier einen Schreibtisch hinsetzen. Und uns Material ranschaffen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, bevor wir hier anfangen. Zum Material ran schaffen. Weil ohne Material wird es etwas schwierig werden. Sage ich euch so, wie es ist. Ihr werdet auch vermutlich ein paar Mal sterben. Geht mir genauso im Spiel. Ist natürlich auch super geil, das Game. Die Grafik ist top. Ich dachte, die Grafik ist bei mir auf höchste Leistung, wie man sieht. Auf Ultra gestellt. Und ich muss sagen, ich habe da sehr viel Spaß dran, definitiv. So, zwischendurch natürlich die Tabulator-Taste drücken, ein bisschen was trinken. Achso, übrigens, das Essen dürft ihr auch nicht vergessen, wenn ihr das aufbraucht, das Essen. Manchmal habt ihr Essen dabei, aber wenn ihr das alles aufbraucht, dann ist natürlich scheiße, dann haben wir nichts. Man stirbt eines natürlichen Hungertodes. Ist natürlich nicht so pralle. Ja. Kann ich euch gleich so sagen, wie es ist. Ist nicht pralle. Schreibtisch, den können wir uns hier so platzieren. So, das ist unser Schreibtisch. Dann haben wir hier. Setzen wir uns noch einen Schreibtisch hin. Wir können ihn auch wieder abbauen, so ist es nicht. Wir können ihn auch ein bisschen weiter hier hinsetzen. So, dann können wir hier die ganzen Bildschirme platzieren. Wir können die auch natürlich hier so, die Energieversorgung können wir im Blick behalten. Sauerstofftank können wir hier noch brauchen wir noch Silizium. Silizium, Titan, Chrom, Magnesium. Dann können wir hier noch so einen Bauplan-Bildschirm machen. Der ist dafür da, dass wir sehen, was haben wir gebaut, was haben wir bisher geschafft. Das kann man dann aussehen. Achso, da haben wir schon zwei davon. Achso, das ist der Energiebildschirm. Genau, ich wollte euch zeigen, den Energiebildschirm, wie viel Energie wir überhaupt haben. So, das ist der Energiebildschirm. Da könnt ihr sehen, was habt ihr bisher geschafft, was braucht man noch. Wir haben bisher 3 Windkraftanlagen. Ja, ist natürlich auch ganz schön happy, das Ding bauen.
Wir können uns auch einen Sessel irgendwann später bauen, ein Bett und weiter. Aber erstmal sollten wir da uns kümmern, dass wir was zu essen haben. So. Ja, Leute, darum sollten wir uns als allererstes wirklich mal umkümmern. Eine Wasserflasche. Und um Sauerstoff. Ganz wichtig, immer Sauerstoff dabei haben. Wenn ihr eine größere Tour macht in diesem Spiel, nehmt euch genügend Sauerstoff mit. Egal. Ob es nur eine Sauerstoffflasche ist oder zwei oder drei oder... Aber ihr werdet es bereuen. Solange ihr das noch nicht vollständig ausgebaut habt, müsst ihr immer genügend Sauerstoffflaschen mitnehmen. Das halbe Inventar aufzufüllen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt hier so eine Kiste finden. War der Meinung, hier war noch so eine Kiste. Ach, da vorne ist ja eine. Bezüglich Essen. Ja, das ist natürlich nicht so toll, wenn man hungertot stirbt. So, können wir uns hier noch Material mitnehmen. So. Und dann merkt euch bitte, wo wart ihr? Weil ihr braucht später noch einen Kompass. Man kann sich in dem Spiel auch ganz schnell mal verlaufen. Ich sage das so aus Erfahrungswerten und. Deswegen. So, dann schauen wir mal, dass wir als nächstes werden wir uns jetzt hier den Herstellungs T2 bauen. Da werden uns halt mal, ja, den T2 werden wir uns bauen. Herstellungs T2. Der frisst natürlich auch Strom, das sei euch bewusst. Aber dafür könnt ihr euch den dann noch ein bisschen Sauerstofftank 2 machen und den Rucksack aufbessern und so weiter. Aber wir werden uns den Sauerstofftank jetzt mal verbessern. Dazu brauchen wir einen Sauerstofftank, Kobalt und Magnesium. So, Kobalt haben wir, Magnesium haben wir auch, Sauerstofftank haben wir auch. Ach übrigens, ihr könnt in diesem Bauplänefenster könnt ihr so eine Chips könnt ihr entschlüsseln, wenn ihr welche findet. So, dann habt ihr natürlich wieder neue Möglichkeiten, die ihr bauen könnt. Die werden dann hier automatisch angezeigt. Ihr werdet im Laufe des Spiels dann noch ein paar mehr finden. Ich auf jeden Fall auch. Und wir haben jetzt einen Sauerstofftank bauen. So, den hier rausnehmen. Sauerstofftank 2. So, damit könnt ihr dann schon mal so ein bisschen mehr anfangen. So, da können wir schon mal 200, haben wir schon mal 200, das ist schon mal sehr praktisch. So, dann werden wir uns hier den Rucksack 2 zulegen. Brauchen wir Silizium, das haben wir jetzt hier auch. Silizium haben wir hier. Natürlich ist euer Inventar dann größer. Wird dann um 1, 2, 3 größer sein. Aber ist nicht schlimm. Geht euch raus. Verliert er erstmal die Hälfte, aber diesen Tank, bis in den Rucksack habt ihr dann automatisch gleich mehr. Gut, ihr werdet im Laufe der Zeit sowieso mehr erfahren und machen und tun. Windkraftanlagen müssen wir eh weiter bauen. Nochmal Wasser holen. Wasser, also das sind so die Überlebens auch hier im Spiel. Aber an sich ist das Game total geil. Mir macht das total viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch auf jeden Fall Spaß. Ihr könnt euch auch Fundamente bauen. Ihr könnt euch sonst was bauen. Also wie gesagt, im Laufe der Zeit wird sich das, entwickelt sich das automatisch dann weiter. So. Man sieht, man braucht halt eben immer für so eine Expedition braucht man halt eben immer sehr viel Sauerstoff. Statt um habt ihr jetzt einen gewissen Vorrat erstmal an Dingsbums. Könnt ihr euch Magnesium nehmen uns mal ein bisschen mit. Wie gesagt, wir brauchen von allem brauchen wir ein bisschen was. Sag ja, man braucht von allem immer was. Weil wir werden uns ja mal weiterentwickeln. Stoffreste kommen dazu, dann kommt noch so einiges dazu. Aber wichtig ist, dass ihr den Strom am Laufen haltet. Wichtig, ganz wichtig. Dass ihr dann
euch da so ein bisschen drum kümmert, weil wenn kein nicht genügend Strom ist, dann ist klar, dass die Anlage auch nicht funktioniert. Deswegen setze ich mir jetzt hier so ein paar Windkraftdinger hin. Ihr könnt die auch später verbessern. Reißt die einfach ab, baut dann bessere hin. So. Ich sag ja mal, wir müssen ja erstmal überhaupt eine Atmosphäre schaffen hier. Überhaupt. Das sieht man später auch, dass der Himmel dann blau wird und ja, wie gesagt, wie ihr gerade gesehen habt, neuer Bauplan erhalten, Wohnabteil. Können wir jetzt Fensterscheiben bauen. So, da brauchen wir nur Kobalt für. Dann können wir hier so Fensterscheiben bauen. Sieht natürlich ganz praktisch aus. Natürlich sieht das hier so dunkel aus, aber trotzdem werden hier auch so Meteoroiden-Einschläge dann kommen. Dass hier der Meteoroid nochmal einschlägt und so. Sollte man bedacht vorgehen. Ich sage, seid vorsichtig bei sowas. Es ist immer schwierig. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man immer Wasser und Kobalt dabei hat. Weil, wenn man nicht genügend dabei hat, ist das Spiel ganz schnell vorbei. So, Wasser habt ihr auch. Dann können wir uns hier Material mitnehmen. Wir stehen überall im Spiel ein paar Kisten rum. Bis wir da irgendwo da hinten hinkommen, zu den, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ihr seht, das Terraforming beginnt ja schon. So, wie gesagt, automatisch entwickelt sich das ja auch weiter, das Spiel. Man muss dann zusehen, dass man sich was, bisschen was zu essen anschafft. Und. Echo-Skelett können wir uns auch anschaffen. Stufe 1. Jetzt legen wir uns um. Und legen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir noch mehr Sachen mitschleppen. Oh. Ja, Sauerstoff müssen wir auf jeden Fall immer mit uns schleppen. Das ist ganz wichtig. Bevor wir hier auf irgendwelche Expeditionen gehen. Lithium. Am besten man sammelt erstmal Material, farmt ein bisschen, was man so braucht. Das Wichtigste. Wie gesagt, Wichtigste ist eigentlich Wasser und Kobalt. Alles andere ist schon, also dieses Eis und Kobalt ist schon wirklich sehr wichtig. Denkt dran an das Essen. Weil Hungertod zu sterben wäre wohl nicht so alle. Hier ist Saatgut, die könnt ihr immer wieder verwenden. Kommen wir auch später noch zu. Wie gesagt, das ist wirklich, wenn der Rucksack voll ist, ist er voll. Das ist auch nicht schlimm. So, man muss nur natürlich immer gucken, wo ist man, wo ist man gerade. Man kann auch hier zum Raumschiff gehen, dann kann man da hinten zu so einem Portal gehen. Da hinten ist auch noch ein Raumschiff, da hinten ist auch noch ein Raumschiff. Also, es ist ziemlich groß, die Karte. Sage ich gleich so, wie es ist. Packt ihr euch hier natürlich einfach rein. So, haben wir ja mit Taste F haben wir auch Licht. Da soll ich aber natürlich Sauerstoff machen. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr euch Sauerstoff mitnimmt, weil es geht ziemlich schnell zur Neige. Ich spreche aus Erfahrung. So, dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Auch noch ein bisschen Sauerstoff mit. Wasser bräuchten wir eigentlich noch. Wasser. Wie gesagt, ihr merkt ja, die Atmosphäre ist jetzt noch nicht ganz so besonders cool gewesen. Und es braucht ja alles Strom und das verbessert sich dann im Laufe der Zeit. Wie gesagt, umso länger ihr spielt, umso mehr wird es dann. So, dann gehen wir jetzt mal, versuchen wir mal ein bisschen weiter zu kommen, dass wir mal ein bisschen Sauerstoff jetzt hier. Arbeiten. Hier sind ja auch noch ganz viele andere Kisten. Wie gesagt, wichtig ist, dass es mit dem Essen hinhaut.
wie gesagt, diese Vegetationsgrube, also Essensterminal werdet ihr im Laufe des Spiels dann haben. Wenn ihr ins Raumschiff reingeht, ist natürlich auch so knacke Eis hier. Ich finde es auch immer an sich super toll. Mir macht das auch generell viel Spaß. Ihr habt auch, wenn ihr mit dem Mausrad, könnt ihr das auch abbauen, ne? Bei mir ist das Mausrad, das da einfach dreht, mal guckt. Was ist hier? Warum ist das Raumschiff abgestürzt? Hier stehen manchmal auch Informationen zu dem Spiel selbst. Also findet man hier so ein bisschen. Taschenlampe macht da an. Merkt ihr, es wird automatisch dunkel. Dann guckt da einfach mal. Stoffreste, zum Beispiel Nahrung, Aluminium. Ganz wichtig, immer Aluminium mitnehmen. Zerlegen die Trümmer im Raumschiff. Dort zerlegen die Heizung. Die Chips. Wie gesagt, dass ihr das erkundet und euch dann mitnimmt. Das Raumschiff ist groß genug. Es wird, glaube ich, auch wieder alles neu gespawnt. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Bei Essen brauchen wir definitiv viel. Kann ich euch gleich so sagen, wie es ist. Essen braucht man immer viel. So, dann nehmt ihr euch eine Stationsgrube mit. Wie gesagt, das Spiel ist bei jedem ist das anders. Dann lassen wir mich hinnehmen. Das nehmen das Wichtigste mit. Stoffreste. Das will ihr so wirklich überleben. Ihr müsst natürlich gucken, wie weit kommt ihr da. Wie weit kommt man damit? Wie weit ist man? Aluminium braucht ihr auch relativ viel. Sage ich so, wie es ist. Und dann geht ihr am besten gleich wieder raus aus dem Raumschiff, weil ihr nicht so viel Sauerstoff mit habt. Weil der Tank noch nicht so groß ist. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, es ist... Es wird nach und nach, wird es sichtbar sein mit dem Terraforming. Wie gesagt, also kurz vor, wenn der Sauerstoff knapp wird, würde ich immer die Flasche wechseln. Ja, es wird aber irgendwann auch mehr werden. Es werden dann irgendwann sehr viel werden und dann könnt ihr irgendwann hier mit der Atmosphäre, dann werdet ihr hier sicherlich dann auch mehr machen können. Der Bohrer entwickelt sich automatisch weiter, die Windkraftanlagen auch. Kannst du noch irgendwas vergessen? Auf jeden Fall ist es ganz interessant, dass man mal weiß, dass die NASA hier auch Mist gebaut hat. So. Ich dachte, hier ist ja auch noch ein Essensvorrat, wenn man was braucht. Also automatisch auffüllen tun die sich, weiß ich nicht, ob die sich auffüllen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. So. So, dann können wir den mal hier entschlüsseln. Seinen guten Freund. Den machen wir hier. Zwei. So, Baustufe 2. Ja, jetzt haben wir zwei Sachen entschlüsselt. Jetzt sind wir schon wieder einen Ticken weiter. Jetzt haben wir hier Essensvorräte. Stoffreste werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Kann ich euch sagen, ein Exoskelett zu bauen, brauchen wir Aluminium. Aluminium haben wir einmal. Ja, einmal haben wir mitgenommen. Aluminium. Sauerstoffmanipulator könnt ihr hier einfügen. Können wir nochmal so ein Ding bauen. Eis und Magnesium brauchen. Eis und Magnesium. Wie gesagt, ihr könnt dann auch rausgucken und... Aber wie gesagt, alles, umso mehr ihr es baut, umso mehr kostet es euch Strom. Ich will es euch nur sagen. So. Aber es ist natürlich auch voll gut, da geht das Terraform dann gleich mal ein bisschen schneller. Man sieht es dann, der Luftdruck steigt, die Wärme steigt, Sauerstoff steigt.
Umso besser das ist, umso besser wird es auch. Ach, man kann dann auch hier. Haben wir noch einen Titan. Dann können noch einen Bohrer 2 bauen. Der Luftdruck besser erzeugt wird. Ich sag ja mal, man kann sich hier mehrere Sachen bauen. Ein bisschen besser wird. Ich finde es auch ganz interessant. Nicht immer. Das dann anfängt zu steigen. Es wird dann immer schneller. So, und dann packe ich mir mal die Sachen hier rein. Weil wenn man stirbt, dann wäre es natürlich nicht so pralle, wenn man die Sachen. Machen wir jetzt zweimal uns noch ein bisschen Sauerstoff machen. Haben wir noch Kobalt? Ne, haben wir nicht. Gut, dann wandern wir mal rüber. Versuchen unsere Base erstmal ein bisschen größer auszubauen. Packe ich jetzt mal hier mit rein. Ja, wie gesagt, im Umland werdet ihr dann auf jeden Fall, müsst ihr daran arbeiten. Das immer ständig im Blick behalten. Wie gesagt, ich glaube, dass das Material immer neu spawnt. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Aber ich denke schon. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist witzig. So, dann machen wir mal ein bisschen noch Farm hier. Brauchen ja sowieso Material. Mit dem Kompass, wenn ihr manchmal nächstes Mal einen Kompass dann habt, ist es auch schon sehr cool. Dann habt ihr dann zumindest eine Anzeige, wo ihr langlaufen müsst. Norden, Süden, Westen. So, was haben wir hier? Eisen. So, jetzt habt ihr es gesehen, neuen Bauplan erhalten, Solarkollektoren, die können wir jetzt auch schon bauen. Da brauchen wir schon Silizium. Aber Silizium, das finden wir hier auch. Also wie gesagt, es ist an sich ist das Game, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, ist es total einfach. Also wie ihr seht, man darf sich auch nicht ganz so weit entfernen. Man geht dann, wenn man seine Ausrüstung besser hat, kann man sie natürlich dann auch größer, besser machen. Kann man auch mehr Reichweite machen. So, wir werden jetzt natürlich uns Solarkollektoren hier bauen. Und wir machen uns jetzt hier Solarkollektoren hin, dass wir Energie zeugen. Das sind 6,5 kW. Ja, mehr. Ein bisschen mehr davon bauen. So, brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Umso mehr Energie wir haben, umso besser ist es von uns für Vorteil. Ja? Natürlich von Vorteil. Die Atmosphäre, ihr seht ja, was für ein Sturm das hier ist. Das hier ist, das ist ja ein richtiger Sturm. Wie gesagt, das entwickelt sich ja im Laufe der Zeit auch alles weiter. Umso länger das läuft, umso besser. Wie gesagt, man darf nur halt eben nicht allzu weit weggehen. Lithium. So. Brauchen natürlich Eisen, 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 Kobalt. So. Damit wir hier überleben. Wir müssen ja erstmal ein bisschen überleben. Wissen, wie es geht. Wir brauchen jetzt noch ein zweites Solarpanel. So, dass wir ein bisschen Energie hier haben. Da brauchen wir nochmal Kobalt. Da müssen wir nochmal Kobalt suchen hier. Ja, wie gesagt, Energie ist ganz wichtig, dass ihr genügend Strom habt. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, wollt ihr immer noch mehr Heizungskörper bauen? Bohrer 2. Gibt dann die Bohrer Stufe 2, Bohrer Stufe 3. Das wird dann irgendwann nach und nach dann Sauerstoff nicht. Wie gesagt, man kann das dann. Muss sich ja erstmal so ein Aufbauspiel sagen. So, dann machen wir uns das hier mal so. Wir uns mal ein bisschen Wasser craften. So, wie gesagt, man muss dann mit der Zeit, kann man dann nach und nach hier so cool sich ein Bett bauen. Aber wir wollten ja eigentlich
Aluminium. Wir wollten uns das ja machen. So, dann würde ich sagen, war es das für heute auch schon mal wieder. Ich würde sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn ihr wieder einschaltet, vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.